Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Microsoft Flight Simulator. Da kam jetzt vor kurzem die Junkers F-13 draußen. Das war das erste Ganzmetallflugzeug, das 1919 rausgekommen ist. Und es macht richtig Spaß, mit der zu fliegen. Es gab ja vorher schon die U-52 und jetzt die F-13. Die macht richtig, richtig Spaß zu fahren. Und ich bin mit ihr mal durch den Yosemite National Park geflogen. Und da gibt es ein paar schöne Aufnahmen von euch. Das ist ein wunderschöner Park. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Flugzeug an sich an. Es haben 4 Personen Platz, plus halt noch die 2 Piloten. Und die Besonderheit ist hier, wir sind hier im Freien. Da ist keine Scheibe davor. Nur halt, ja, da links der Windschutz, aber ansonsten komplett frei. Das ist irre. Hier haben wir jetzt die Replika-Version. Das ist eigentlich ein komplett neues Flugzeug und ist momentan bei der UAIR. 2 Stücke sind momentan flugfähig und ein drittes wird wohl angeblich gebaut. Dann kann man dann für so 2-3 Millionen kaufen, wenn man so eine neue Junkers haben will. Aber genug geredet, gehen wir jetzt mal ins Cockpit. Es ist Cockpit, relativ modern. Also alles, was man so braucht, um zu fliegen. Es ist ziemlich übersichtlich und rein vom Fliegen her sehr, 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 sehr einfach. Also da kann man eigentlich de facto nichts falsch machen. Würde ich sogar einen Anfänger empfehlen, mit dem zu fliegen, was wirklich total easy ist. Ja, wie ihr seht, schöne freie Sicht. Super Wetter auch heute. Echt schön gemacht hier mit dem Leder da oben. Und hier hinten können wir auch aufmachen. Dann können wir hier zu dem Passagierbereich reingehen. Müssen wir jetzt erstmal hier so reingucken. Und dann schaue ich mal, dass ich mich da irgendwie reinmogeln kann. Ein bisschen nach unten. Ah, jetzt. So. Und das ist hier der Passagierbereich. Ah, ist nicht viel zu sehen. Einfach 4 Sitze hier. Oh, sieht sehr gemütlich aus. Also ich würde da sofort mitfliegen. Ja, so mit ein paar Freunden. Und ein bisschen durchs Gebirge fliegen und so. Ah, hat schon was. Okay. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie der Motor so klingt. Dazu werden wir hier mal schnell die Checkliste durchgehen. Gehen wir hier Before Start. Sehr gut. Radio ist aus, weil da will ich jetzt gleich nichts mehr hören. Okay, wir gehen es jetzt manuell durch. Relation Mixture auf Rich. Rich. Throttle. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Fuel pump left. Right auch an. Fuel pump right. On. Fuel pressure. Ist okay. Check. Fuel pump left. Aus. Off. Magnetos Fuel an. Pump right. Off. Prime. Ja, machen wir kurz. Okay. Autocomplete. As required. Magneto left. Sind an. Prop area is clear. Magneto und dann würde ich sagen, right. Starten wir mal hier die Maschine. Sehr gut. Dann gehen wir hier mal auf 1000. Glaube ich, war es nächstes in der Checkliste. Genau, just. 4000 rounds per minute. Und die Anzeigen sind soweit gut. Passt. Dann gehen wir mal runter. Weil das war ein bisschen zu viel. Cool. Außenansicht bitte einmal. Ah, der Motorsound ist schon geil. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Drohnenkamera. So. Kamerasteuerung im Microsoft Flight Simulator ist echt gewöhnungsbedürftig. Schöner Effekt. Die Details sind echt Hammer bei dem Flugzeug. Da habe ich jetzt nichts entdeckt, was irgendwie unscharf wäre oder nicht passen würde. Wirklich super Qualität. Und das Ding, glaube ich, kostet auch nur 16 Franken. Das ist überhaupt nicht teuer. So könnt ihr euch im Store holen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ins Cockpit und lassen mal den Motor aufheulen. So. Reset Position. Ja, Maximum Schmackes. Ist.
Ist vermutlich in echt ein bisschen laut, aber ich bin ganz dankbar, dass es hier ein bisschen gedämpft ist. Aber klingt sehr gut. So, gehen wir da runter. Okay. So, was ich jetzt machen werde, wir werden jetzt hier mal auf die Startbahn gehen und dann zeige ich euch ein paar schöne Aufnahmen, die ich da geflogen bin. Den Flug habe ich nämlich schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz sitzt jetzt hier mal eine schöne Sache. Als erstes gehen wir mal zur Startbahn und dann schauen wir, dass wir hier sauber abheben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Startfreigabe und werden jetzt auf die Startbahn gehen und werden gleich mal abheben. Bitte schnallen Sie sich an, Getränke bitte gut verstauen und dann erleben Sie gleich den kürzesten Start, den Sie jemals gesehen haben mit der Junkers F-13 in Richtung Yosemite National Park. Sehr geehrte Damen und Herren, und damit sind wir jetzt in der Luft und wir haben noch nicht mal ein Drittel der Startbahn ausgenutzt. Wir werden jetzt weitestgehend im Tiefflug bleiben und dann in das Tal von Yosemite hineinfliegen. Dabei versuchen, dass wir natürlich den schönsten Blick für euch natürlich hier einfangen mit dem Flugzeug. Ich wünsche euch eine gute Reise. Die effektive Reisezeit dieses Fluges beträgt 1 Stunde und 30 Minuten, bis wir dann auf der anderen Seite des Nationalparks wieder landen werden. Wir werden bis zu einer Höhe von 12.000 Fuß hochsteigen. Das ist eigentlich 2.000 Fuß zu hoch. Wird für uns ein bisschen frisch, aber der Junkers wird das schon gut machen. Während des Fluges wird es noch interessante Fakten geben zu der F-13, auch sowie zum Nationalpark an sich. Und damit wären wir jetzt auch im Nationalpark. Und wow, diese Aussicht, die sich da einem bietet, ist einfach grandios. Ich bin darüber über ein kleines Forum gestoßen, wo man denn schön fliegen kann. Und da bin ich auf den Nationalpark gestoßen. Und ja, es hat sich wirklich gelohnt, hier durchzufliegen. Wahnsinn, was sich hier einfach bietet von den Felsen und den Tälern. Und natürlich auch in echt die ganzen Tiere, die man dort mitunter sehen kann. Wunderschöner Nationalpark. Der Yosemite Nationalpark hat eine Gesamtfläche von 748.436 Hektar und die Berge sind nach wie vor in Bewegung mit einer Rate von 1 Fuß pro 1000 Jahren. In der Muttersprache der Miwok bedeutet der Name Yosemite eigentlich Mörder. Es wurde angenommen, dass der Name des Stammes war, der vom Mariposa-Bataillon Große Klappe aus der Gegend eigentlich vertrieben worden ist. Ebenfalls gibt es im Yosemite Nationalpark die riesen Mammutbäume und davon über 500 Stück. Diese Bäume können über 3000 Jahre alt werden. Das ist schon eine ganze Hausnummer. Gerne wandert, dann ist der Park genau das Richtige für euch, denn es hat über 800 Meilen Wanderwege, der in der Natur und natürlich auch die ganzen Tiere wie Eidechsen, Schildkröten und Schlangen erleben könnt. Ebenfalls wird geschätzt, dass zwischen 300 und 500 Schwarzbären im Park sind und dass die Chance gar nicht mal so schlecht ist, dass man da einen eventuell aus der Ferne sieht. Über 4 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr diesen Park. Und die Höhenlagen gehen von 2000 Fuß bis über 3000, die wir dann auch später während des Fluges noch sehen werden. Kleine Korrektur, sind nicht 3000, sondern 13.000 Fuß, ein kleiner, dezenter Unterschied.
kommen wir nun zu ein paar Fakten von der Junkers F-13. Wie schon erwähnt, wurden insgesamt 320 Stück von der Junkers gebaut. Davon sind 110 in Deutschland zugelassen worden. 1925 hatte die F-13 bereits 40% des weltweiten Verkehrsnetzes beherrscht. Und das ist schon mal eine gute Leistung für so ein kleines Flugzeug. Während der Zeit der Produktion ist auch die Motorleistung schrittweise verstärkt worden. Und zwar von anfänglich 160 PS auf bis zu 570 PS, um einfach allgemein den Marktanforderungen nach der höheren Reisegeschwindigkeit und auch der größeren Reichweite gerecht zu werden. Die ganzen Junkers in den unterschiedlichen Ausführungen hatten die Bezeichnung von BE bis KA, einfach um die Motorisierung und Ausstattung zu definieren. Spannend bei der Junkers ist auch, dass man das Spornradfahrwerk unten austauschen kann gegen Schwimmergestelle sowie Schneekufengestell, das auch hier im Flight Simulator nachgestellt ist und ihr natürlich nutzen könnt. Die Serienmodelle waren mit Polstersitzen oder bequemen Korbsesseln ausgerüstet und verfügten damals schon über ein Heizsystem sowie eine Innenbeleuchtung. Die beiden Piloten saßen wie jetzt hier zunächst in einem offenen Cockpit und später gab es dann auch Varianten mit einer geschlossenen Pilotenkabine. Das ist übrigens im Flight Simulator nicht nachgestellt, auch in der Retrofit. Das ist die Retrofit-Variante, also einfach in der Ursprungsvariante. Das geschlossene Cockpit ist nicht da. Ja, nachdem ich hier mit der Junkers durch den Yosemite National Park geflogen bin, glaube ich, werde ich in Zukunft ein bisschen mehr im Microsoft Flight Simulator unterwegs sein, einfach um so wunderschöne Landschaften wie diese zu genießen und auch die Oldtimer zu fliegen. Zum Stichwort Oldtimer kommt auch jetzt im November dann die DC-3. Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen, denn ich bin da ein sehr großer Fan der DC-Serie. Ich meine, die DC-6 ist bis jetzt mein Lieblingsflugzeug, schön umgesetzt von PMDG und dann jetzt noch die DC-3. Da habe ich schon ganz große Hoffnung, dass das gut wird. Als nächstes werde ich dann mit einem Wasserflugzeug mal unterwegs sein. Das ist auch mal ganz was anderes. Bin mal gespannt, wie sich das so fliegen wird und vor allem, wie die Landung und der Start auf dem Wasser ist. Das habe ich jetzt so noch gar nicht gemacht. Das könnte noch sehr interessant werden. Zum Stichwort Wasserflugzeug wäre es irgendwie ganz cool, wenn es auch im Microsoft Flight Simulator vielleicht so Löscheinsätze gäbe, dass man da wirklich Wasser fassen muss und dann fliegt man über den Wald recht tief drüber und lässt das Wasser runter. Das wäre doch mal eine coole Aktion, oder? Ich meinte, auf YouTube habe ich schon mal was Ähnliches gesehen, aber ich glaube, es war nicht der Microsoft Flight Simulator, wo das gewesen ist. Ich würde schon explain. Das ist ja der große Konkurrenz hier zum Microsoft Flight Simulator. Seid ihr dann auch oft unterwegs im MSFS oder auch so gelegentlich ein-, zweimal im Monat oder nutzt ihr das sogar zum Trainieren? Vielleicht macht ihr gerade einen Pilotenschein. Schreibt mir das auf alle Fälle dann in die Kommentare rein. Seid ihr denn das letzte Mal in so einem echten Nationalpark gewesen? Bei mir war es der Pilanesberg National Park in Südafrika, gerade dieses Jahr. Und da schaue ich eigentlich, dass ich auch jedes Mal hinkomme. Aber der ist natürlich größenmäßig und vom Style her überhaupt nicht mit dem hier zu vergleichen. Der Pilanesberg an sich ist ja eigentlich ein echt großer Vulkan, der schon lange nicht mehr ausgebrochen ist und landschaftlich bei weitem auch nicht so blüht. Aber in einen Nationalpark zu gehen, das hat schon was. Ich bin da meistens einen Tag drin, zwei, wirklich den ganzen Tag. Und dann gehst du da wirklich durch die Natur, beziehungsweise Pilanesberg, brauchst du es im Auto, weil sonst zu gefährlich ist, wegen den Elefanten, Löwen, Geparden und was da nicht alles so rum ist, was ich gerne von dir ein Stück hätte, wenn du nicht im Auto bist, aber landschaftlich einfach toll. Und da kann man dann auch mal so richtig schön abschalten. In Südafrika gibt es dann ja auch noch den Krüger National Park, der ist
weiten, weiten größer. Der ist auch mit dem Yosemite zu vergleichen. Aber da muss dann schon de facto die ganze Woche unterwegs sein, wenn du den dann komplett ansehen wirst. Ein Kritikpunkt habe ich an dem Flugzeug, und zwar ist die Passagieransicht. Die Ansicht, was ihr da jetzt gerade vorhin gesehen habt, die habe ich halt manuell aus dem Cockpit rausgemacht, dass ich mit der Kamera so nach hinten bin, wie ich es ganz am Anfang vom Video schon gemacht habe. Und es gibt Quick Views hier hinten, aber der Angel von dieser Quick View finde ich persönlich nicht so schön. Weil es ist nicht, wie der Passagier wirklich sehen wird, sondern es ist so eine Schrägansicht nach draußen. Geschmackssache, aber ja, die meiste Zeit ist man ja eh hier vorne im Cockpit und bestaunt natürlich die atemberaubende Landschaft, die es hier gibt. Was hier, wie zum Beispiel in Yosemite National Park, am Meer geil. Ja, das ist jetzt hier ein kleiner Sprung in die Zukunft. Das ist so ein bisschen die höchste Region vom Yosemite National Park. Und da war ich davor auch schon fast abgestürzt, weil ich ein bisschen zu tief gewesen bin. Und da oben habe ich einen kleinen See hier gefunden. Ich wollte eigentlich wissen, wo hier dieser Bach, dieser Fluss hier eigentlich herkommt. Der entsteht hier aus diesem See. Da werden wir dann eine kleine Schleife drüber machen und dann wieder retour nach links, wo wir dann Richtung Endflughafen fliegen werden, wo unsere Tour dann zu Ende ist. Und diese Landschaft hier oben, Wahnsinn, wirklich schön. Das wird definitiv nicht meine letzte Tour sein hier im Yosemite National Park. Ich habe jetzt hier nur einen Teil davon gesehen und ja, werde vermutlich noch ein paar andere Flugzeuge hier ausprobieren, aber ich will mir hier die Landschaft noch ein bisschen genauer anschauen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann in der Zukunft gehe ich mal dann persönlich dahin. Da hätte ich schon Bock drauf. Faszinierend an dem Park ist auch, dass da drei Highways durchgehen, die man fahren kann, aber zu der Hauptbesuchszeiten muss man hier eine Reservation tätigen, damit man hier überhaupt durchfahren kann. Und einer dieser Highways, das sehen wir da gerade links, auch wenn hier der Microsoft Bike Simulator nicht so ganz klar kommt, wie er die Straße da platzieren soll. Sieht sehr interessant aus. Aber wenn man sich dann hier jetzt zum Beispiel dieses Tal hier anzieht, wo sich die Straße hier so entlang schlängelt, müsst ihr euch mal vorstellen, wie gigantisch der Ausblick sein muss, wenn man hier mit dem Auto durchfährt. Und ich meinte ja auch, im American Truck Simulator ist ein Teil vom Yosemite ein bisschen nachgestellt, wo man mit dem Truck durchfahren kann, und auch da sieht es richtig cool aus. Ganzen anderthalb Stunden, wo ich hier den Flug gemacht habe, bin ich wirklich da mit offenem Mund da gewesen und habe das einfach nur noch bewundert. In alle Richtungen ausgeschaut und es sieht einfach wunderbar aus. Und dann fliegst du ein paar Meter weiter, dann sieht es noch besser aus. Also der Park tut sich halt immer wieder selbst übertrümpfen von der Landschaft her. Wahnsinn! Also wenn ihr könnt und ihr habt den Microsoft Flight Simulator, dann holt euch ein Flugzeug, eventuell ein kleines, so wie eine Cessna oder die F-13 hier. Fliegt durch den Park durch. Das ist Wahnsinn. Wunderschöne Tour. Und wer möchte, den gebe ich auch gerne das Flugprofil, was ich hier geflogen bin. Und dann könnt ihr den ganzen Flug hier mal nachfliegen.
Hier waren wir jetzt am Ende, das ist der große See hinterm Nationalpark und da hat es einen kleinen Flughafen, das ist eigentlich nur eine kleine Piste und da werden wir gleich landen. Also liebe Leute, bitte anschnallen, wir machen hier eine große Kurve nach rechts und dann geht's in den Landeanflug. Da wären wir auch gelandet und ich würde sagen, das war gar nicht mal so schlecht, einmal ganz kurz geübt. Und das ist der nächste Kritikpunkt an der F13. Das Rollgeräusch klingt ein bisschen komisch. Also summa summarum ist es eigentlich nur die Quickfuse und dieses Rollgeräusch, was mir bei der Junkers nicht gefallen hat. Ansonsten habe ich nur Gutes zu sagen. Und das ist ein schönes kleines Spaßflugzeug, den man gerade so wie VR-Flights wunderbar machen kann. Und ich hoffe, die kleine Tour hier durch den Yosemite mit der kleinen Vorstellung von F13 hat euch gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr grundsätzlich gern mehr so über das Scenic Flight haben wollt oder ob ihr es vielleicht anders machen soll oder ob ich gar nicht quatschen soll. Weiß ja, kann ja sein, dass das sowas auch gewünscht ist. Ich für mich werde auf alle Fälle noch ein paar Mal fliegen und ab und zu noch ein paar was aufnehmen, aber ich richte mich da gern nach euch, wo ihr sagt, hey Babu, mach das doch so oder lass das doch mal sehen. Ja, ich bin zwar kein professioneller Pilot, würde ich gerne mal sein irgendwann mal, aber ich fliege zum Spaß, entsprechend gibt es natürlich fliegertechnische Fehler, die ich da mache, aber der Spaß ist die Hauptsache und natürlich die Landschaft hier genießen. Damit war's und dann bis zum nächsten Mal die Microsoft Flight Simulator. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.